Hallo, moin moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler66, Stunde der Wahrheit, in Zusammenarbeit über Skype, wie ihr leicht sehen könnt an dem kleinen Skype-Ikon oben am Schirm, mit Michael aus Deutschland wieder mal. Heute, am 8. Juni 2018, ein kommender Sabbat, Freitagabend, die Sonne ist noch nicht ganz unter, wir werden wohl in den Sabbat vielleicht reinarbeiten, die nächste Lesung von dem Buch von Theodor Griesinger. Über die verborgene Wirkung der Jesuiten seit der Aufrichtung ihres Ordens bis heute, 1866. Erstmal möchte ich natürlich Michael herzlich willkommen heißen. Es hat leider ein paar Tage gedauert, seit wir noch eine Aufnahme machen konnten, weil er so beschäftigt ist. Sonst wäre ich mit dem Buch schon längst durch und hätte mich des nächsten Buches gewidmet. Aber die Sachen kommen, wie sie kommen. Und ich dachte, es ist vielleicht ganz angenehm, diese Buchlesung mit Michael zu beenden. Und von daher habe ich gewartet, bis er Zeit hat. Das hat er heute. Und von daher... Herzlich willkommen, Michael, zu dieser Lesung und ich hoffe, alles ist in Ordnung, es geht dir gut. Ach, wie müde. Hallo, hallo Jörg, hallo liebe Zuhörer, Zuschauer und vom Joggler66-Kanal Griesinger. Erster Band geht jetzt in den Endspurt. Wir sind gespannt. Ja, es geht in einen richtigen Endspurt. Ich habe vorhin, also vor einer Viertelstunde, oh, das Bild hier ist ein bisschen klein von dir, muss ein bisschen größer machen. Ich habe vor einer knappen Viertelstunde das Buch ausgelesen gehabt. Na, es sind ja nur noch knapp 30 Seiten bis zum Schluss. Und die Geschichte war so spannend, dass ich dachte, das muss ich zu Ende lesen. Und eine kleine Mitteilung in eigener Sache in dieser Hinsicht. Ich habe bis jetzt zu diesem Zeitpunkt am 8. Juni, ich weiß nicht, wie viele Teile habe ich hochgeladen, 14 oder 15 von dem Buch. Ich glaube 14, und in einem der Teile konnte ich etwas nicht lesen und hatte da irgendwas mir hingestottert von die Rot des Wolfs oder sowas. Das war irgendwie ganz bescheuert zu lesen. Und da war jemand in der Kommentarsektion des Videos so freundlich, mich darauf hinzuweisen, das heißt die Not des Volkes. Ja, das finde ich ja schön, dass er mir das so sagt. Nur hat er dazu auch noch gemeint, seine eigene Sprache sollte man schon kennen. Ja, ich kenne meine Sprache, aber ich habe die Frakturschrift lesen nicht gelernt. Und er meinte in seinem Kommentar, er hätte sie durch seine Großmutter gelernt, als er klein war. Schön für ihn, freue ich mich für ihn. Ich habe sie niemals gelernt und bin erst durch diese Lesung mit reingekommen. Und mir dann so eine Bemerkung zu machen, das finde ich ganz schön frech. Nichts da oben drauf hat er auch noch gemeint, dass meine früheren Lesungen besser wären, weil ich das Buch nicht vorbereitet habe zu lesen. Nun, dazu möchte ich mal eben Folgendes bemerken. Es stimmt, dass ich am Anfang, als ich angefangen habe, Bücher zu lesen, das war vor allen Dingen in Englisch, Rulers of Evil, das Buch von Tapper Sorcy, das habe ich Kapitel für Kapitel vorgelesen oder durchgelesen, bevor ich es ans Mikrofon gebracht habe. Ich habe das ganze Buch niemals komplett vorher durchgelesen. Ich habe kein einziges Buch, das ich jemals im Internet gelesen habe, vorher komplett durchgelesen. Dazu fehlt mir einfach die Zeit, Bücher zwei oder drei oder viermal zu lesen, wie man es eigentlich für eine gute Vorbereitung machen möchte oder müsste. Ich verlasse mich für die Vorbereitung auf den Heiligen Geist, dass er mir hilft und dass er mich in die Wahrheit leitet und dass er mir hilft, die Bücher auf vernünftige Art und Weise zu lesen, zu interpretieren und auch zu betonen an den richtigen Stellen und sie richtig gut zu lesen. Nun, das ist ein Punkt, dass ich nicht die Zeit habe, die Bücher vorher zu lesen. Und zum anderen kommt dann noch zu, man sollte vielleicht auch mal berücksichtigen, dass ich teilweise drei oder vier, wenn nicht sogar fünf Bücher gleichzeitig lese. Deutsch und Englisch. Ja, im Augenblick habe ich hier auf meinem Schreibtisch alleine habe ich drei Bücher liegen, plus die Bibel, plus das von Lia, das ist dann schon vier Bücher. Bücher, die ich gleichzeitig lese, ein neues englisches Projekt, das ich anfange, ein neues deutsches Projekt, das ich anfange. Ich habe nebenbei auch noch in dieser antichristlichen Welt Arbeit zu verrichten und kann mir einfach nicht leisten, drei oder vier Bücher zu lesen oder vier oder fünf Bücher gleichzeitig zu lesen und das dann noch doppelt und dreifach zu machen und dann erst ans Mikrofon zu bringen. Von daher bitte ich für jeden, der sich bis jetzt die 36 Teile hier vor angeschaut hat, um Verständnis, wenn das hier und da ein wenig stotternd geht und wenn das hier und da ein wenig nicht so fließend geht, wie man es vielleicht erwarten sollte. Aber auf der anderen Seite bitte ich vielleicht, das nicht nur zu berücksichtigen, sondern auch zu schätzen, dass ich mir dann doch unter den Umständen, die mir gegeben sind, die Mühe mache und diese Erfahrung mit dieses Buch mit euch zu lesen oder diese Bücher mit euch zu lesen und zu besprechen, dass ich diese Erfahrung gerne mit euch teilen möchte. Nicht nur mit Michael, mit dem ich hier über Skype verbunden bin, sondern vor allen Dingen auch mit euch. Deswegen mache ich da ja ein Video von, sonst wäre das ja gar nicht nötig. Ja? Manchmal
ist das Einschalten des Gehirns, bevor man die Tastatur des Computers betätigt, wirklich nicht verkehrt. Ja? Und am allerschönsten finde ich dann immer, wenn man solche Kommentare kriegt von Leuten, die vorher noch nie einen einzigen Kommentar auf nur irgendeins meiner Videos, auf irgendeine meiner 4 Kanäle geschrieben haben. Ja, ich habe 4 Kanäle und ich bearbeite alle 4 Kanäle regelmäßig. Und ich lese diese ganzen Bücher und daneben habe ich auch noch Arbeit in diesem Antichristensystem. Und wenn man das alles weiß, dann ist es vielleicht leicht, ein wenig zu berücksichtigen und mir vielleicht die eine oder andere fehlerhafte Lesung oder etwas, was ich nicht erkennen kann oder was, vielleicht mal zu vergeben. Das wollte ich nur mal eben in eigener Sache sagen, bevor ich jetzt mit der Lesung in Griesinger fortfahre. Vielleicht hat Michael da auch noch einen Kommentar zu, weiß ich nicht. Ja, ist ja einfach so, dass viele Dinge heutzutage einfach als kostenlos und so vorausgesetzt werden. Und das ist eben eine Dienstleistung, für die keiner bezahlen muss hier bei YouTube. Und vielleicht sollte man deswegen da auch das mal ein bisschen mehr schätzen, dass man halt einfach so ganz viel Wissen mitgeteilt bekommt, ohne dass man dafür ein Abo bezahlen muss. Naja, ums Bezahlen geht's mir in diesem Fall nicht, Michael, weil ich habe gratis bekommen und gratis gebe, wie es in der Bibel steht, ja. Aber es geht mir nicht um Geld, aber es geht mir darum, dass man zumindest, wenn man dann so einen Kommentar schreibt, dass man vielleicht mal Verständnis dafür hat, dass wenn jemand die Frakturschrift nie gelernt hat zu lesen und der sich da auf einmal von heute auf morgen mit beschäftigt, dass der vielleicht mal Fehler hat. Und du hast ja gemerkt, in den letzten Malen, wo wir zusammen gelesen haben, dass es selbst für dich, der du die Schrift jetzt auch langsam kennenlernst, auch nicht immer leicht ist, dann die richtigen Buchstaben zu erkennen. Das ist nun mal eben ein wenig schwer. Ja? Und einfach nur ein bisschen Verständnis von solchen Leuten fände ich einfach mal hier und da ein wenig angebracht. Ich brauche keinen Applaus, ich brauche kein Schulterklopfen, ich brauche keine Tausende von Euros und ich brauche niemanden, der mich in der Hinsicht finanziell unterstützt. Ich kann für mich selber sorgen, weil der Herr sorgt dafür, dass ich für mich selber sorge. Deswegen habe ich es trotzdem nicht leicht. Das ist eine andere Sache. Aber der Punkt ist, dass wenn ich dann diese Videos bringe und wenn ich dann solche Dinge wie die Not des Volkes nicht lesen kann, weil mir die Buchstaben einfach nicht klar werden, wenn ich sie lese in dem Augenblick und aus dem Zusammenhang mir auch nicht deutlich ist, wie der Satz jetzt wirklich heißen müsste, weil das teilweise ja auch altes 19. Jahrhundert Deutsch ist, ja, was ich auch nicht gewohnt bin, weil ich bin 100 Jahre später geboren, nachdem Griesinger das Buch veröffentlicht hat, ja, ich habe zu der Zeit nicht gelebt. Wenn man dafür kein Verständnis hat, dann sollte man besser seine Finger bei sich halten und die Tastatur ruhen lassen. Ja? Wie man so schön sagt, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, dann halt die Schnauze. Ja? Das will ich jetzt mal eben ganz deutlich so eben sagen. Ich freue mich immer über jeden Kommentar und ich freue mich auch über Kommentare, die Kritik anbringen und die sagen, ach ja, guck mal das und das, das heißt so und so, hat ja auch ein anderer gemacht, als ich in der spanischen Stadt hatte und das hieß Alcala. Ich habe da Ulala gesagt oder was, ne? Die Stadt hieß Alcala. Ja, kein Problem mit, dann sagt man mir das eben. Ja. Und diejenigen, die sich interessieren für dieses Buch, den sage ich ja sowieso, nehmt das Buch zur Hand und lest mit mir mit, dass ihr wisst, wann ich lese, dass ihr wisst, wann ich kommentiere und dass ihr darin selbst folgen könnt. Ja, wer macht das denn schon von den paar Leuten, die die Videos anschauen? Die wenigsten. Aber Kommentare abgeben von dies und das ist nicht gut, ja, das ist natürlich immer leicht. Ne? Ganz besonders von Leuten, die keinen Kanalinhalt für sich selber haben und B, noch nie früher auf irgendeinem meiner hunderten Videos, die ich inzwischen produziert habe, auch nur einen einzigen Kommentar mal hinterlassen haben. Das wollte ich nur eben loswerden, bevor wir jetzt weiterlesen in dem Buch. Weil was wir heute weiterlesen in dem Buch, meine lieben Zuhörer und Zuschauer und auch Michael, das ist mir ganz, ganz nah ans Herz gegangen. Ich habe von Seite 359, wo wir jetzt gleich weiterlesen, bis Seite 384, wo das Buch endet, der erste Teil, also der erste Band, habe ich ausgelesen bis vorhin. Weil die Geschichte hat mich nicht mehr losgelassen. Die Geschichte, die sich auch in dem Titel des heutigen Videos widerspiegelt, der Titel lautet Der Fall der Jungfer Cadière und des Pater Girard, ein Mitglied der Sociedad Jesus oder der Societät Jesus oder der Jesuiten, wie man auch nennt, dieser Pater Girard. Im Teil 37, was wir jetzt lesen wollen, die Sittlichkeit der Jesuiten oder das Gelübde der Keuschheit, im dritten und letzten Kapitel des ersten Bandes des dritten Buches, die geistlichen Exerzitien oder die Raffiniertheit im Genuss, der Fall der Jungfer Cadière und des Pater Girard. Und der Fall der Jungfer Cadière und des Pater Girard hat mich so gefesselt, dass ich gestern Abend und heute Nachmittag nichts anderes getan habe, als das Buch zu lesen. Und ich kann euch nur sagen, es ist die Mühe wert, kein einziges Wort dieser Lesung zu verpassen.
Und damit möchte ich jetzt anfangen. Außer Michael hat noch eine Bemerkung zu machen. Nee, ich warte jetzt auf den Text, der wahrscheinlich mindestens FSK 16 ist. Na, ganz so schlimm ist es nicht, aber es geht einem schon ganz schön ans Herz. Ja? Also der Theodor Griesinger ist kein pornografischer Schriftsteller, das sage ich da mal eben mit bei. Und was für ein Glück, dass er das nicht ist, aber wir leben heute in einer Welt, wo wir uns mit der Sittenlosigkeit, die hier in den nächsten 30 Seiten beschrieben wird, auf eine ganz andere Art und Weise beschäftigen. Also von dem, was wir hier lesen, kriegt keiner rote Backen mehr heutzutage. Ja? Aber man muss es mal eben sagen, ob die Leute jetzt rote Backen kriegen oder nicht, moralisch gesehen ist es absolut verwerflich, was wir hier lesen. Und da geht es in diesem Buch drum. Ich fange an auf dem zweiten vollständigen Absatz auf Seite 359. Wir haben da das Gedicht und da steht es hinter dem Gedicht, braucht es da noch weiteren Beweises? Und was darin steht, könnt ihr schon, wenn ihr euch Teil 36, den Teil hier voranschaut, da lese ich es ja vor. Braucht es da noch weiteren Beweises, auf welche Weise die geistlichen Exerzitien in unserem Vaterlande, soweit es den Jesuiten zugänglich war, in Anwendung gebracht wurden? Doch so viel Obszönität und Sittenlosigkeit nun auch in der Disziplinerteilung, wie ich sie soeben beschrieben, lag, und so viel Genuss es auch den frommen Mitgliedern der Sozietät Jesu gewähren mochte, den bloßgelegten Unterleib der Weiber und Jungfrauen zu betrachten, so genügte ihnen doch damit keineswegs, sondern sie wollten die disziplinsüchtigen Damen vollständig besitzen. Ja, die Disziplinerteilung war ihnen bloß das Mittel zum Zweck. Ja, der Zweck heiligt die Mittel, um noch mehr zu erreichen. Sie war der bloße Weg, auf dem man bis zum Gipfel des Genusses emporsteigen konnte. Hatte nämlich eine Frau oder Jungfrau ihre Schamhaftigkeit so weit abgelegt, dass sie vor ihrem Beichtiger Lenden, Hüften und Schenkel bloßlegte, so musste es doch offenbar von keiner besonderen Schwierigkeit sein, sie auch noch um einen Schritt weiterzubringen, und dass die Herren Jesuiten alles aufbohrten, absolut alles, um die Töchter Evas zu diesem letzten Schritt zu bewegen, darüber dürfen wir nicht im geringsten im Zweifel sein. Jetzt habe ich hier runtergescrollt und die Reihe verloren. Sonst hätte ich schon längst weitergelesen. Ah. Erfanden sie doch zu diesem Behufe eine ganz eigene Moralphilosophie, welche sie den Weibern nach und nach eintrichterten. Eine Moralphilosophie, die sie als eine dem reinen Christentum entsprossene bezeichneten, während doch der Teufel selbst keine teuflerische hätte erfinden können. Der Mensch, so lehrten sie, der Mensch an und für sich betrachtet sei unfähig, die Begierden des Fleisches völlig zu zähmen. Und es sei dies auch gar nicht notwendig, denn der Geist könne tugendhaft bleiben, wenn auch der Körper nach den Begriffen der gewöhnlichen Menschen sündige. Der Geist nämlich gehöre Gott, der Körper der Welt, und jedem von diesen beiden müsse sein Teil werden. Um aber Gott seinen Part zu erhalten, brauche man nichts zu tun, als den Geist oder die Seele rein zu bewahren. Das heißt, man dürfe dem Körper seinen Willen lassen und sich jeder sinnlichen Lust und Neigung hingeben, der geistige Willen aber dürfe damit nicht übereinstimmen und jedenfalls nicht mit tätig sein, sondern er müsse sich rein permissiv, also erlaubend, rein leidend erhalten und tun, als ob der Körper ein ganz fremdartiger, gar nicht zu ihm gehöriger Bursche wäre. So lehrten die Jesuiten, und nur zu viele von ihren Beichtkindern fanden diese Lehre ganz plausibel. Sobald dies aber so weit kam, dann hatten die Herren Patres gewonnen Spiel, und die geistlichen Exerzitien verwandelten sich sofort in eine gewöhnliche, sinnesfleischliche Beiwohnung. Dies zu beweisen, ständen mir eine Menge von Beispielen zu Gebot. Ich begnüge mich jedoch mit einem einzigen, in dem ich jetzt überzeugt bin, dass der Leser, wenn er diese Geschichte gelesen hat, es für durchaus überflüssig halten wird, noch eine zweite zu hören. Und ich kann euch bestätigen,
ja, das ist so. Wenn man diese Geschichte gelesen hat, dann hat man die Jesuiten in dieser Hinsicht begriffen. Und wir werden hier und da vielleicht auch einen Kommentar einwerfen, wo ich darauf hinweisen werde, wie das in der heutigen Zeit läuft. Nun, da ich das Buch schon ausgelesen hatte, hatte ich einen kleinen Vorteil gegenüber den vorherigen Lesungen. Ich habe einige Worte, die ich schwierig lesen konnte, habe ich mir aufgesucht im Internet und habe mir die richtige Ausspruchsweise rausgesucht, dass ich also wie in den kommenden Wort gleich weiß, wie ich es aussprechen muss, und ich weiß sogar, was sie bedeuten. Ja? Also, aber die Zeit habe ich eben nicht immer. Gut. Also, Griesinger geht jetzt in die abschließende letzte Geschichte. Ab hier bis zum Ende des Buches beschäftigen wir uns mit der Geschichte, die hier jetzt kommt. Ich meine nämlich, sagt der Autor, die Affäre Girard-Cadière. Oder, wenn man lieber will, den Skandalprozess zwischen dem Jesuiten Dr. Johann Baptist Girard und der Jungfrau oder Jungfer Katharina Cadière, welcher seinerzeit so viel Aufsehen in der Welt machte, dass die ganze Folianten über ihn, verschrieben wurden. Ja, Folianten war ein Buch, das musste ich mir eben raussuchen, das kannte ich nicht. Folianten kommt aus dem lateinischen Folium, Blatt, und ist ein Buch in Folio, also in Blattformat, also nicht unbedingt gebunden anscheinend, wie ich das hier verstehe. Ja? Also, über diesen Fall, der hat so viel Aufheben in der Welt gemacht, dass ganze Folianten über ihn verschrieben wurden und tausende von Menschen über seinen Ausgang in tödlichen Streit miteinander gerieten. Nun, hier lesen wir in einer Fußnote, und ich muss mal eben hier meine E-Mail ausmachen, das nervt mich, das Getickel sonst die ganze Zeit. Das Hauptwerk, welches über diesen Prozess erschien, führt den Titel Recueil général des pièces concernant le procès entre la demoiselle Cadière et le Pierre Girard und zählt nicht weniger als 8 starke Oktavbände. Auszüge aus diesem Werk übrigens erschienen in fast allen lebenden Sprachen Europas und überdem wurden von Liebhabern und Laszivitäten Kupfer dazu gefertigt oder verfertigt, welche man später in einem Großfolioband sammelte. So, dazu möchte ich euch mal eben 2 Dinge zeigen. Ich habe hier auf Firefox habe ich mir 2 Bücher rausgesucht, die der Autor hier später auch erwähnt. Wie ihr seht, dieses hier, das heißt Prozess zwischen dem Pater Girard aus der Societat Jesu, Rectoris des Seminari de la Marine au Toulon und der Jungfer Cadière aus dem französischen Original ins Deutsche übersetzt. Das ist ein Buch, das findet man hier bei Google Books und ich habe mir das gerade eben mal rausgesucht und das könnt ihr euch gerne online antun und könnt das lesen. Oder vielleicht kann man das auch irgendwann als PDF downloaden, weiß ich nicht. Das zweite Buch, das ich gefunden hatte, ist dieses Prozess zwischen dem Pater Girard und der Jungfer Cadière. Jetzt weiß ich nicht, ob das aus demselben ist, weil das hier ist von Köln am Rhein von 1732 und das erste, da weiß ich gar nicht, ob das dabei stand, von wann das ist. Kann auch sein, dass das zweimal dasselbe Buch ist. Ich habe nicht viel Zeit gehabt, das hier vorzubereiten. Ja, 1732 ist dasselbe Buch. Also gut, dasselbe Buch gibt es halt, ist das hier halt zweimal. Und dieses Buch, neben einigen anderen, wird auch noch in der Lesung von dem Griesinger jetzt später hier erwähnt. Da geht es also um eine Sache, wie wir hier in dem Buch gelesen haben, den Prozess von Pater Girard, was ist das hier? Von Pater Girard von den Jesuiten und der Jungfer Cadière am Anfang des 18. Jahrhunderts. So, ich habe dann auch noch ein paar Bilder vorbereitet von den beiden und zum Beispiel dieses hier kann ich euch dann ja jetzt schon mal eben zeigen. Dieses Bild hier, das den Pater Girard vorstellt und die Jungfer Cadière, Katharina Cadière. Das steht hier unten in Französisch beigeschrieben in dem Bild. Also das sollen diese beiden Personen sein. Ja? Ein Titelkupfer, genauso wie der Griesinger hier sagt, dass da von Laszivitäten Kupfer verfertigt wurden, welche man später im Großfolioformat sammelte. So, soweit jetzt hierzu, zur Einleitung. Weil es geht natürlich darum, dass wir uns jetzt bekannt machen, worum geht es in der Geschichte zwischen der Jungfer Cadière und dem Jesuitenpater Girard.
Und ich kann euch sagen, das wird euch an den Stuhl fesseln. Also mich hat es zumindest an den Stuhl gefesselt. Der Autor fährt also fort und sagt, und mit Recht, denn es gibt keinen Fall, welcher die niederträchtigbare Moral der Jesuiten in ein grelleres Licht stellte als dieser. Und seine einzige der vielen Schlechtigkeiten, und keine einzige der vielen Schlechtigkeiten, welche die Söhne Loyolas begingen, hat ihnen einen so empfindlichen Schlag versetzt, als eben diese Affäre Girard Cadière. Daher muss es sich auch der Leser gefallen lassen, dass ich ihm diese Historie etwas weitläufiger erzähle, und nicht minder muss er es mir zugutehalten, dass ich dabei Dinge berühre, welche man sonst in anständiger Gesellschaft nicht bespricht. Allein, es muss Klarheit in die Geschichte der Jesuiten, und Klarheit gibt's ohne Klarheit, und Klarheit gibt's keine ohne Wahrheit, so sagt er das hier, ja. Ganz wichtiger Satz, den ich jetzt hier total verprappelt habe. Allein es muss Klarheit in die Geschichte der Jesuiten, und Klarheit gibt's keine ohne Wahrheit. Und wo ist die Basis für unsere Wahrheit als allererstes? In der Bibel. Und wenn wir hier über Moralvorstellungen der Jesuiten sprechen, dann müssen wir sicher sein, dass wir erstmal die Moralvorstellungen von unserem Gott, von unserem Schöpfervater kennen. Und dafür müssten wir die Bibel erstmal kennen. Also sich immer erstmal mit der Bibel beschäftigen, und dann kann man auf andere Leute mit dem Finger zeigen und sagen von, hey, Gott sagt so und du sagst so, irgendwo stimmt hier was nicht. Katharina Cadière, fängt die Geschichte an, war die Tochter des Kaufmanns Joseph Cadière und der Elisabeth, geborene Pomé, und wurde im November 1710 zu Toulon geboren. Schwestern besaß sie keine, wohl aber drei Brüder. Einen, der sich dem Kaufmannsstande widmete, einen zweiten, der in den Dominikanerorden trat, also das ist der Orden, der damals die Inquisition versehen hatte, zusammen mit den Jesuiten natürlich, also die hatten die Inquisition vor den Jesuiten und dann immer noch damit mitgearbeitet, und einen dritten Bruder, der Theologie studierte, um später als Weltpriester zu funktionieren. Sie selbst blieb von frühester Jugend an im elterlichen Lauhause, und war, als der Vater schon früher, aber mit Hinterlassung eines ansehnlichen Vermögens starb, der Mutter Augapfel, Trost und Stütze. Letztere, also die Mutter, verwandte auch, wie man sich wohl denken kann, alle nur mögliche Sorgfalt auf der Tochtererziehung, und das schöne, etwas zu andächtiger Schwärmerei geneigte Mädchen blühte wunderherrlich auf. Rein und harmlos, voll trefflicher Gemüts- und Geistesanlagen, ausgezeichnet vor allen ihren Gespielinnen durch Unschuld, Tugend und jungfräulichen Liebreiz. So stand es mit Katharina Cadière, als im April 1728 der Jesuitenpater Johann Baptist Girard, Doktor der Gottesgelehrsamkeit, von seinem Orden nach Toulon versetzt wurde, um dort das Rektorat an dem jesuitischen Seminar der Schiffsprediger zu übernehmen und zugleich als Seelsorger und Prediger in der Stadt zu funktionieren. Nun aber änderte es sich mit dem schönen Mädchen nach kurzem gar gewaltig, und zwar ganz allein durch die Schuld des besagten Pater Girard. Betrachten wir uns also diesen Mann etwas näher. Von seiner ersten Jugend weiß man nur wenig, und ebenso wenig von seinen Eltern. Warum sagt der Autor hier von seiner ersten Jugend? Weil man als Mensch stirbt, wenn man den Jesuitenorden beitritt und durch die geistlichen Übungen perende ac cadaver wird, also den Gehorsam abgibt an die Moral seines Jesuitengenerals. Ja? Da wird man sozusagen wiedergeboren, aber nicht wiedergeboren im biblischen Sinne, wie wir im Heiligen Geist wiedergeboren werden als bibelgläubige Christen, sondern man wird wiedergeboren als Jesuit. Und deswegen spricht er von seiner ersten Jugend. Also, von seiner ersten Jugend weiß man nur wenig und ebenso wenig von seinen Eltern. Doch soll er dem berüchtigten Balthasar Girard, den Mörder des Prinzen von Oranien, zum Urgroßvater gehabt haben. Hier habe ich mir eine kleine Fußnote dabei geschrieben, von der ich euch eben mal vorlesen möchte. Es ist nämlich nicht ganz unwichtig, dass wir verstehen, wer dieser Balthasar Girard ist, also der wahrscheinliche Urgroßvater von dem Girard, von dem wir hier sprechen. Balthasar Girard lebte um 1557 in Villefranche in der Franche-Comté
war er geboren und ist 1584 in Delft, heute Niederlande, gestorben. Und er war der Mörder Willem von Oraniens. Als Katholik und Bewunderer Philipps II. Fasste Gerard den Plan, also Philipps II. War damals der König von Spanien, es geht ja um die spanischen Niederlande, ja, fasste Gerard den Plan, Willem von Oranien zu ermorden. Alexander von Parma kannte und billigte diesen Plan. Gerard trat unter dem Namen Franz Guinon in die Dienste Willems und heuchelte den glühendsten Hass gegen die Katholiken. Am 10. Juli 1584 tötete er Willem von Oranien auf der Treppe seiner Residenz zu Delft durch 3 Pistolenschüsse. Er versuchte nach dem Anschlag zu fliehen, wurde aber gefasst und am 14. Juli 1584 gevierteilt. Der spanische König Philipp II. Erhob die ganze Familie des Mörders in den Adelsstand und schenkte ihr die Güter Oraniens in der Franche-Comté. Mehr Informationen dazu findet ihr auf Wikipedia und den Link dazu kann ich euch gerne in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reingeben. Dann könnt ihr da selbst mehr drüber lesen. Also, von seiner ersten Jugend weiß man wenig, aber er soll doch dem berüchtigten Balthasar Girard, den Mörder des Prinzen von Oranien, zum Urgroßvater gehabt haben. Man kann natürlich nicht von den Täten der Großväter oder Urgroßväter auf die Enkel oder Urenkel schließen, aber nichtsdestotrotz, alleine schon der Grund, dass er hier eben auch den Jesuiten zugetreten ist, wie sein Urgroßvater ja anscheinend wohl auch, das sagt ja schon genug über einen solchen Menschen und seine Moralvorstellungen, über die wir hier sprechen, aus. Also, der Autor fährt fort. Zu den Orden Jesu trat er in seinem 15. Jahre und 10 Jahre später, anno 1721, wurde er nach der Insel Martinique in Westindien gesandt, um bei der dortigen Mission mitzuwirken. Hier aber scheint er nicht eben das ehrhafte Leben geführt zu haben, und namentlich sagte man ihm nach, dass ihn eine üppige Negerin in die Mysterien der Patres Mena und Balthasar de Roy eingeweiht habe. Vor der Welt übrigens nahm er stets die Miene eines strengen Moralisten an, und über dem zeichnete er sich auch durch eine große Beredsamkeit sowie durch sonstige, sehr hervorstechende geistige Begabungen aus. Somit versetzten ihn seine Obern, um ihm einen angemessenen Wirkungskreis zu geben, in die Stadt Aix, also A-I-X, Aix-la-Provence, in der Provence. Und da es sich hier ebenfalls bewies, dass er ein ebenso guter Prediger und Seelsorger als kluger Menschenkenner und Beobachter sei, so ließ man ihm zur Belohnung für seine Verdienste anno 1728, wie schon gesagt, zum Seminarrektor in Toulon vorrücken. Kurz was trinken, Entschuldigung. Das waren die Antecedenzien der Cadière und des Girard. Also die Vorgeschichte der beiden Personen, um die es jetzt im weiteren Verlauf der Geschichte geht. Und man sieht, sie lauteten für beide Teile, auch für Girard, gut. Denn das, was ich von Martinique gesagt habe, beruhte nur auf einem Gerüchte. Und Gerüchte lügen, wie man weiß, nur zu oft. Auch schien sich dies namentlich bei Pater Girard zu bestätigen. Denn der Lebenswandel, den er vom ersten Tage seines Aufenthalts in Toulon anführte, atmete eine so strenge Sittlichkeit und schien so ganz und gar nichts mit der Scheinheiligkeit zu tun zu haben, dass jedermann ihn für ein Muster von Solidität hielt. Überdem entwickelte er eine solch hinreißende Beredsamkeit und zugleich ein solch einnehmendes Wesen, dass alle Welt in seine Predigten und in seinen Beichtstuhl strömte. Ja, über den Beichtstuhl habe ich ja bereits in vergangenen Sendungen genug gesagt, also erinnert euch daran. Insbesondere wusste er sich bei den Damen beliebt zu machen, und eine ganze Menge von Frauen wie von Jungfrauen erwählten ihn zum Berater ihrer Herzen und zum Berater ihrer Gewissen. Dieses Zutrauen nun machte ihm viele Freude, und er sprach jeder der Schönen recht kräftig zu, kräftig, bedeutsam und salbungsvoll. Doch ging er am Anfang nicht weiter, als er vor Gott und der Welt verantworten konnte, ohne Zweifel, weil er es für klüger hielt, statt mit der Türe ins Haus zu fallen, mit Subtilität vorwärts zu schreiten, bis er das Terrain gehörig sondiert hätte. Subtilität, das macht die Jesuiten heute noch aus, ne?
Nachdem er aber so weit war und wenigstens einige herausgefunden hatte, die seinen Zwecken zu entsprechen schienen, kam er nach und nach auf die geistlichen Exerzitien zu sprechen. Und da seine Schäflein sehr begierig waren, ihre begangenen Sünden abzubüßen, so legte er ihnen verschiedene Übungen auf, welche sie auf den letzten Akt, das ist, auf die Disziplin vorbereiten sollten. Alles ging über Erwarten gut. Und als er nun wirklich bei einer jeden seiner Pönitentianerinnen einzeln zur Geißelung schritt, unterwarfen sie sich alle ohne irgendeine Widerrede dieser Prozedur. Für diejenigen, die das Wort Pönitentianerinnen nicht verstehen, da geht es um Penitenz, da geht es um Buße, die Büßerinnen. Da geht es in der römisch-katholischen Kirche um, im Englischen heißt es Penitence, ist dann eigentlich ein eingedeutschtes Wort aus dem Englischen, oder vielleicht ist es umgekehrt, kommt das Englische aus dem Deutschen. Pönitentianerinnen sind also diejenigen, die bei dem Pater zur Buße gehen. Ja? Pönitenz ablegen ist also Buße ablegen. Wohlverstanden übrigens, erließ sich die ersten paar Male nur einen kleinen Teil der Schultern entblößen, um seine Opfer nach und nach an die Sache zu gewöhnen, und erst nach Monaten, nachdem er mit großer Mühe die angeborene Schamhaftigkeit überwunden hatte, verlangte er die völlige Entblößung des Unterleibs zur Erteilung der spanischen Disziplin. Bei mehreren nun ließ er es hierbei bewenden, das heißt, er begnügte sich mit dem lüsternen Reiz, den ihm der Anblick der verborgenen Schönheiten gewährte. Bei einigen anderen aber ging er weiter und befriedigte an ihnen, nachdem er sie bis zur Verzückung gekitzelt hatte, ohne Hindernis seine tierischen Triebe. So tat er insbesondere an den Demoiselles Logier, Batterelle, Gravier, Allemand und Rebus, sowie an der Witwe Guyol, und als diese Sechse hatte er so Und alle diese Sechse hatte er so in seiner Gewalt, dass keine einzige, die Guyol allein ausgenommen, zum förmlichen Bewusstsein des niederträchtigen Verhältnisses kam, zu welchem er sie herabwürdigte. Sie glaubten vielmehr, von ihm dazu überredet, der letzte Umarmungsakt sei das letzte Stadium der Pöniten, also der Buße, und gehöre gerade so gut zur spanischen Disziplin als die Kitzelung mit der Rute. Von Sünde aber könne schon deswegen dabei keine Rede sein, weil bloß ihr Körper sich vergehe, nicht aber ihr Geist und ihr geistiger Wille. Die Guyol dagegen, welche mit einem sehr wohlgestalteten Körper einen sehr durchtriebenen Kopf verband, wusste recht wohl, woran sie war, und durchschaute den wollüstigen Pfaffen vollkommen. Allein, da sie selbst sehr wollüstiger Natur war, und da sie sich noch überdies von dem Verhältnis große finanzielle Vorteile versprach, so bewahrte sie nicht nur ebenfalls wie die anderen Fünfe ein unverbrüchliches Stillschweigen, sondern sie ging auch sofort in alle Ideen des Paters ein und wurde nach kurzem seine engste Vertraute. Ja, sie gab sich sogar dazu her, den Leithammel für die jungfräulichen Schäflein zu machen, welche Girard in sein Netz ziehen wollte, und die armen, schwachköpfigen, mystifizierten Tierlein folgten ihr blindlings, ohne die Schlachtbank zu ahnen, nach welcher sie geschleppt wurden. Übrigens, Michael, wenn du gerne mal einen Kommentar abgeben möchtest oder eine Frage hast, dann unterbrech mich ruhig, ja? Nee, ist gerade so spannend, mach bitte weiter. Ja, weiß ich, dass hier die nächsten 30 Seiten noch so sein, das ist ja das Problem, oder 20. Okay. Soweit hatte es der Pater Girard in verhältnismäßig sehr kurzer Zeit in Toulon gebracht. Und während die Welt ihn wegen seines anscheinend heiligen Wandels sowie wegen seiner sonstigen zur Schau getragenen großen Vorzüge und Tugenden tiefstens verehrte, schwelgte er heimlich in den sinnlichen Genüssen. Da wählte ihn zu Anfang des Jahres 1729 von seinem Rufe angezogen Katharina Cadière zu ihrem Beichtvater, und diese durch körperliche Schöne wie durch Herzenseinfalt und andächtige, fast schwärmerische Frömmigkeit gleich ausgezeichnete Jungfrau zog ihn alsbald so außerordentlich an, dass alle seine Sinne und alle seine Neigungen nach ihr hinstrebten. Weil sie übrigens sehr gut erzogen war und einer äußerst geachteten, auf Sittlichkeit streng haltenden Familie angehörte,
beschloss er, nur mit der größten Vorsicht zu Werke zu gehen, und darin bestärkte ihn die Frau Gyol, welche er seine Leidenschaft anvertraute. Doch versprach sie ihm ihren vollen Beistand und begann auch sogleich damit, dass sie die Kadir zu seinen Gunsten bearbeitete, das heißt, dass sie das unschuldige Mädchen für den heiligen Mann zu begeistern suchte. Er selbst tat natürlich auch das Seinige, um die Kadir so weit zu bringen, und alle seine Gespräche drehten sich um die Sorgfalt, welche er für das Heil ihrer Seele in sich trage. Dann, nachdem er so ihr volles Zutrauen gewonnen, sprach er zu ihr von den wunderbaren Anlagen, welche sie in sich verschließe, so wie von den noch viel wunderbareren Absichten, welche Gott mit ihr durch sie auszuführen vorhabe. Endlich forderte er sie auf, sich gänzlich seiner Führung zu überlassen, damit ihre von Gott beabsichtigte Verherrlichung vor allen übrigen Menschen umso schneller vor sich gehen könne, und schloss seine desalfigen Sermone immer mit der dringenden Frage: Wollen Sie sich mir gänzlich überlassen? Was sind desalfige Sermone? Ich habe das Wort rausgesucht im Internet, aber keine Erklärung dafür gefunden. Ich habe hier ein Buch, da kommt es auch einmal drin vor, aber es scheint wohl selbst getätigt zu bedeuten, was in diesem Zusammenhang auch Sinn macht. Ja, Sermone sind ja Predigten, also seine selbstgefälligen Predigen, selbstgetätigen, selbstgeschriebenen Predigten. Da geht es drum. Soweit kann ich das Wort nur erklären. Entschuldigung an meinen Kommentator, den ich vorhin erwähnte hier. Besser kann ich das Wort nicht erklären. Auf diese Art wusste sich der Pater bei seinem Beichtkinde immer tiefer einzunisten. Und das schöne Mädchen schlürfte das Gift seiner Einschmeichelung, ohne etwas Arges dabei zu denken. Es vergingen jedoch Wochen und Monate, bis er gewiss sein konnte, dass dasselbe ihm blindlings ergeben sei. Und es gehörte eine ungeheure Ausdauer dazu, solange nichts als den liebevollen geistlichen Pater zu spielen, ohne die unter diesem Deckmantel schlafende sinnliche Lust zu verraten. Da kam endlich eine günstige Gelegenheit. Endlich kam die Gelegenheit, einen Schritt weiter zu gehen, und der Pater benutzte diese natürlich augenblicklich. Eines Tages nämlich, da ihn die Kadier auf dem Refektorium seines Seminars besuchte, fand er sie besonders hingebend gestimmt, und so neigte er sich denn, nachdem er lange eindringlich mit ihr gesprochen und ihr sanfte Vorwürfe darüber gemacht hatte, dass sie ihn schon seit mehreren Tagen nicht mehr besucht habe, über sie und drückte ihr einen feurigen Kuss auf den glühenden Mund. Dieser Kuss aber brannte wie Feuer durch ihre Adern, und sie schwor ihm sofort zu, dass sie sich von jetzt an gänzlich seiner Führung überlassen wolle. Darauf ersuchte er sie, ihm in den Beichtstuhl zu folgen, forschte allda genau nach all ihren Neigungen, Stimmungen und Regungen, befahl ihr alle Tage mehrere Male in den verschiedenen Kirchen der Stadt zu kommunizieren, weissagte ihr, nachdem er ihre Einbildungskraft aufs Höchste gespannt, für die nächste Zeit schon himmlische Erscheinungen und Visionen, und entließ sie endlich gegen das Versprechen, ihm jeden Tag über ihre geistigen sowie körperlichen Zustände den genauesten, rückhaltslosesten Bericht zu erstatten. Die Kadier gehorchte pünktlich. Sie ging alle Tage zur Kommunion und verband damit lange Gebete sowie ein fast übermäßiges Fasten, ganz wie es ihr der Beichtvater vorgeschrieben. Infolgedessen wurde ihr Nervensystem krankhaft überreizt. Mit anderen Worten, sie verfiel, wie dies gar nicht anders sein konnte, in Hysterie. Und in diesem Zustande sah sie bald himmlische, bald höllische Gesichter, also Visionen, wodurch ihr Blut noch mehr erhitzt, ihre Fantasie noch verwirrter und ihr Denkungsvermögen noch ekstatischer wurde. Bald kam es so weit, dass sie dem Pater klagte, wie ihre ganze Seele so sehr in heiliger Liebe zu ihm entzündet sei, dass sie nicht mehr laut beten könne, und überdem leide sie ganz entsetzliche Qualen, deren Ursache sie nicht enträtseln könne.
Girard beruhigte sie auf seine Weise. »Das Gebet«, sagte er zu ihr, »das Gebet ist nur ein Mittel, zu Gott zu gelangen. Hat man diesen Zweck einmal erreicht und ist man mit Gott vereinigt, so bedarf es desselben nicht mehr. Die Liebe aber, die ihr zu mir im Herzen tragt, darf euch keinen Kummer machen, denn der liebe Gott will, dass wir beide miteinander vereinigt sein sollen. Ich trage euch in meinem Schoße und in meinem Herzen, und ihr seid nichts mehr als eine Seele in mir. Ja, ihr seid die Seele meiner Seele.« Mit diesen Worten küsste er sie zugleich inbrünstig auf den Mund und entflammte dadurch das Blut der feurigen Jungfrau nur noch heftiger. Etwas Arges aber hatte dieselbe immer noch nicht dabei, indem er nie von einer anderen Liebe, einer anderen Vereinigung sprach, als von der Liebe und der Vereinigung in dem heiligen Herzen Jesu. Inzwischen wurde, weil das Beten, das Fasten und das Kommunizieren, also das Kommunionempfangen, ja, den Eucharist nehmen, die Transsubstantiation empfangen, mit immer größerem Eifer fortgesetzt werden musste, ihr Zustand ein noch ekstatischer, und es befielen sie nicht selten Krämpfe und Ohnmachten, so wie überhaupt all jene Erscheinungen zutage traten, welche den Somnambulismus zu begleiten pflegen. Auch dies ist ein Wort, das musste ich nachschauen. Weißt du, Michael, was Somnambulismus ist? Das wusste ich mal, als ich jünger war. Ah, okay, dann wirst du es jetzt wieder wissen. Somnambulismus ist Schlafwandeln. Der Somnambulismus, seltener als die Somnambulie, von lateinisch somnus, Schlaf, und ambulare, umherlaufen, spazieren, auch Schlafwandeln oder Nachtwandeln, historisch Mondsucht genannt, ist ein Phänomen, bei dem ein Schlafender, ohne aufzuwachen, das Bett verlässt, umhergeht und teilweise auch Tätigkeiten verrichtet. Der jeweilige Vorfall dauert meist nur einige Minuten. Es handelt sich um einen eigenartigen Dämmerzustand. Und jetzt kommt das Interessante. Er kann spontan oder provoziert durch äußere, suggestive Einflussnahme, in Klammern Hypnose, auftreten. Ja, was sind denn die geistlichen Exerzitien, die der Pater Girard mit der Jungfrau Cadière hier unternimmt, anders als Hypnose, als die geistigen Exerzitien des Ignatius von Loyola? Das ist nichts anderes als Hypnose. Und das finde ich so interessant in diesem Artikel, den ich auf Wikipedia hier gefunden habe. Den Link gebe ich euch auch damit bei. Weil weiter lesen wir hier, diese künstliche Herbeiführung eines somnambulen Zustandsbildes erfolgte zuerst durch Marquis de Puisegur und wurde von ihm im Jahr 1784 beschrieben. Ja? Der wird wohl ein Jesuit gewesen sein, weil die geistigen Exerzitien der Jesuiten sind nichts anderes als Hypnose. Mal einen kleinen Schluck nehmen, Entschuldigung. Sonst habe ich einen zu trockenen Mund. Aber ich glaube, dass wir doch ganz gut aus dieser Buchlesung hier bereits erkennen können, wie der Pater Girard die Catherine Cadière durch die geistigen Exerzitien so in seinen Bann geholt hat, dass er sie im Grunde mehr oder weniger hypnotisiert. Und pass auf, wir sind noch am Anfang der Geschichte, es geht noch ein paar Seiten weiter. Das, was ich hier jetzt sage, werden wir später noch bestätigt finden. Aber von daher finde ich hier dieses Wort Somnambulismus ganz interessant. Ich kannte es halt nicht, habe mir das halt mal rausgesucht. Man lernt eben jeden Tag ein wenig mehr. Und ich hatte jetzt mal die Zeit, diese Lesung hier ein wenig vorzubereiten. Aber fahren wir fort. Ich lese den ganzen Satz nochmal und dann fahren wir fort. Inzwischen wurde, weil das Beten, das Fasten und das Kommunizieren mit immer größerem Eifer fortgesetzt werden musste, ihr Zustand ein noch ekstatischer, und es befielen sie nicht selten Krämpfe und Ohnmachten, so wie überhaupt alle jene Erscheinungen zutage treten, welche den Somnambulismus zu begleiten pflegen. Die Visionen mehrten sich, und oft gebärdete sie sich wie eine Besessene, wobei sie Flüche und Lästerungen ausstieß. Beruhigt aber konnte sie nur werden, wenn Pater Girard sich ihrem Lager näherte. Denn er allein besaß den nötigen Einfluss auf ihren Geist, und infolgedessen erhielt der Beichtiger durchaus ungehinderten Eintritt in das Cadière'sche Haus. Wird schon deutlicher mit der Hypnose, ne? Eines Tags nun
glaubte die Kadiar während einem ihrer Anfälle, die Seele eines Todsünders vor sich zu sehen. Und zugleich hörte sie die Worte: »Wenn du mich aus diesem Zustand retten willst, so musst du dich entschließen, dich ein ganzes Jahr lang von Satan in Besitz nehmen zu lassen.« Hierüber erschrak die Jungfrau gar heftig, und sie erstattete sofort ihrem Beichtiger Bericht von der Erscheinung, indem sie ihn um seinen Beistand gegen solche offenbar satanische Anfechtungen anflehte. Allein, was tat nun der Jesuitenpater Girard? Statt sie zu beruhigen, erklärte er ihr rundheraus, dass sie die Pflicht habe, diese Seele zu retten, und dass sie sich deshalb den Satan auf ein Jahr ergeben müsse. Ja, er drang so lange mit Heftigkeit in sie, bis sie sich mit allem einverstanden erklärte, und folgendes Formular, Zitat: »Ich unterwerfe mich, ich übergebe mich, ich bin bereit, alles das zu sagen, zu tun und zu leiden, was man von mir verlangen wird«, Ende Zitat, mit einem heiligen Eide beschwor. Von diesem Zeitpunkt an, es war zu Ende des Jahres 1729, wähnte sich das arme Kind vollständig in der Gewalt des Satans, und in diesem halbverrückten Zustand stieß es oft die grässlichsten Lästerungen und Flüche aus, so dass sich seine Mutter und seine Brüder furchtbar darob entsetzten. Eine andere, weit wichtigere Folge aber war, dass es, weil keine Gesundheit in Folge dieser Anfälle aufs höchste Not litt, weil seine Gesundheit infolge dieser Anfälle aufs höchste Not litt, also die Gesundheit von der Catherine Cadière, fast die ganze Zeit das Bett oder wenigstens das Zimmer hüten musste, und dass dadurch der Pater Girard Gelegenheit bekam, nicht nur Viertel und halbe Stunden, sondern vielmehr ganze Tage, vom frühen Morgen bis zum späten Abend bei seiner Beichtochter allein zu bleiben. Bloß er und kein anderer hatte ja Gewalt über sie und den Teufel. Wie konnte man ihm also den Eintritt zu ihr wehren? Überdem galt er nicht allgemein als ein halber Heiliger? Und sah ihn nicht insbesondere die Mutter der Kranken, ein sehr fromm bigottes Weib, für einen solchen an? Wahrhaftig, es wäre eine Todsünde gewesen bei ihm, etwas Schlimmeres zu denken. Und somit ward ihm ohne den geringsten Anstand gestattet, nicht bloß jeden Tag zu der armen Kadiar zu kommen, sondern auch augenblicklich, wenn er bei ihr war, um die Beschwörungen des Satans mit Erfolg vornehmen zu können, die Türe hinter sich zu verriegeln und niemanden, selbst den nächsten Verwandten nicht zu eröffnen, als bis er es für passend hielt. Muss mal eben hier das Bild verändern. Wir starren die ganze Zeit auf das Bild der Kadiar. Das kann ich später nochmal bringen, aber ich bringe nochmal eben das Bild von der Buchlesung hier. Ja. Das war's. Das war's, was der ehrwürdige Pater von Anfang an angestrebt hatte. Und man kann sich nun wohl denken, zu was er die Zeit, in welcher die Kadiar von ihrem hysterischen Ohnmachten befallen oder sonst nicht recht bei Sinnen war, benutzt haben wird. Er benutzte sie, um sein tierisches Gelüste an ihr zu befriedigen. Und zwar tat er dies wochen- und monateweise, fast jeden Tag, ohne dass die arme Geopferte zum klaren Bewusstsein darüber gekommen wäre, was er in diesen Stunden mit ihr vornehme. Zweierlei nur fiel ihr auf, nämlich dass sie am Anfang, wenn sie erwachte, von an einem gewissen Teil ihres Körpers Schmerz empfand, sowie noch mehr das, dass sie sich bei rückkehrendem Bewusstsein oft entblößt und in sehr unanständiger Stellung da liegend fand, während sie doch gewiss wusste, vor ihrer Ohnmacht eine ganz andere Stellung eingenommen zu haben. Sie ward darüber von Scham niedergedrückt, wagte es aber eben deshalb nicht, den Pater, der doch allein anwesend gewesen war, zu befragen. Allein dieser erriet ihr Begehren nur zu gut und schickte ihr daher seine Freundin, die Witwe Guyol, in der Hoffnung, dass sie sich dieser anvertrauen werde. So geschah es auch in der Tat. Doch diese abgefeimte Person, auch das Wort habe ich gesucht, und interessant sind hier die Synonyme, die man für abgefeimt heutzutage im Internet findet: bauernschlau, clever,
findig, gewandt, gewitzt, klug, listig, pfiffig, raffiniert, schlau, geschickt, verschlagen, gefinkelt, ausgefuchst, ausgepicht, gefuchst, gerieben, gerissen, gewieft, jesuitisch, jesuitisch, schlitzohrig, ausgebufft, durchtrieben, infam. Diese abgefeimte Person lachte nur über die Bedenken der Karriere und schalt dieselbe eine törichte Einfalt, dass sie in einer derartigen Entblößung etwas Unanstößiges finden könne. »Warte nur«, rief sie ihr zu, »warte nur, bis du, wie wir anderen Büßerinnen, würdig befunden wirst, die letzte Weihe der Disziplin zu empfangen. Dann bist du erhaben über all die kleinen Bedenklichkeiten, und es beginnt erst für dich das Leben der Heiligkeit im Herzen Jesu.« Diese letzte Weihe sollte nun in der Tat auch nicht lange ausbleiben. Die Cadière bekam nämlich jetzt, wahrscheinlich infolge ihres Siechtums, an Händen und Füßen sowie unter ihren Brüsten ein paar rote Flecken. Und da ihr dieselben Schmerzen verursachten, so legte sie lindernes Pflaster auf. Girard aber riss das Pflaster weg, indem er erklärte, die roten Flecken seien nichts anderes als ein Abzeichen der Wundenmerkmale Jesu Christi. Und er küsste und betastete diese sogenannten Stigmata, besonders die unter den Brüsten, mit solcher Inbrunst, dass die Kranke darob immer in eine wollüstige Ekstase geriet. Die Male vergrößerten sich infolge dieser Betastungen und erschienen, als ob sie in blutige Eiterungen übergehen wollten. Dessen ungeachtet durfte nicht nach dem Arzt geschickt werden, sondern Pater Girard bestand darauf, dass dieselben ein Merkmal der besonderen Gnade Gottes seien, und konnte sich nicht satt an ihnen sehen. »Ihr werdet nunmehr«, sagte er darauf zu seinem armen Schlachtopfer, indem er zugleich eine kleine Rute hervorzog, »ihr werdet nunmehr in den Himmel verzückt werden, aber nur erst dann, wenn ihr die tiefste Stufe der Demütigung durchgemacht und euch von mir im Zustande der vollständigen Nacktheit mit der Rute habt streichen lassen.« Da habe ich ein Bild für vorbereitet. Hier geht es um diese... Ah, nee, das ist das andere Bild. Das, wo habe ich denn das? Ach, habe ich das gar nicht rausgesucht hier. Das war mit der Frau im Beichtstuhl. Ja gut, dann nehmen wir halt dieses Bild. Ich hatte auch ein anderes vorhin in der Bildersuche gefunden. Aber da komme ich dann jetzt nicht drauf, wo das noch sich irgendwo befindet. Mal eben gucken, ob wir das hier noch irgendwo zurückfinden. Girard verführt die Cadière. Ja, war das nicht hier drin? Das Bild ist es nicht. Warte mal, muss ich mal eben suchen. Ich dachte, ich hätte das Bild auch gespeichert, aber dann habe ich das anscheinend nicht gespeichert. Das kann... Ah, ne, hier, disziplinieren durch Mönche. Das war's. Aber es ist ein GIF gewesen. Ja, deswegen kann ich es nicht vergrößern. Seht ihr, das ist jetzt hier aus dem Internet. Muss ich noch verändern hier. Das muss ein JPEG werden. Das mache ich mal eben. Verändere ich den Namen, dann können wir uns das als Bild angucken, nicht als GIF. Das GIF, das taugt für mich nichts hier. So, das kann weg, Internet weg, und dann disziplinieren durch. Ja, er nimmt das nicht. Also ihr seht das Bild, die Frau auf dem Bett, die ihr kniet, der Hintern bloß, und dann wird sie von diesem Pater da gestreichelt, gepeitscht, wie auch immer. Das ist also nichts anderes als diese spanische Disziplin, über die wir hier eben auch sprechen. Und dies hier ist wieder ein Bild von Pater Girard, der Mademoiselle Cadière verführt. Ja, eine dieser Kupferstiche, von denen der Autor vorher bereits gesprochen hat. Entschuldigung für diese kleine Unterbrechung wegen dem Bild, aber das wollte ich doch eben dazu geben. Doch ehe wir so weit gehen, schwöret mir einen heiligen Eid, dass ihr das Geheimnis unverbrüchlich bewahren wollt. Denn wenn ihr je davon sprechet, so wäret ihr und ich auf immer verloren, sagte der Pater Girard zu seiner geliebten Jungfrau Catherine Cadière. Ihr werdet nunmehr in den Himmel verzückt werden, aber nur erst dann, wenn ihr die tiefste Stufe der Demütigung durchgemacht
und euch von mir im Zustand der vollständigen Nacktheit mit der Rute habt streichen lassen. Deswegen das Bild, was ich euch gerade gezeigt hatte. Doch ehe wir so weit gehen, schwöret mir, dem Pater, einen heiligen Eid, dass ihr das Geheimnis unverbrüchlich bewahren wollt, denn wenn ihr je davon sprächet, so wäret ihr und ich auf immer verloren. Die Kadier leistete den Eid, und nun ging es an die verlangte Entblößung. Neben jeden entblößten Teil aber strich er sanft mit der Rute und küsste ihn dann mit innigster Lust. Weil sie sich jedoch weigerte, den ganzen Körper mit Ablegung sämtlicher Kleider zu entblößen, schalt er sie eine hochmütige, mit der Gott ganz und gar nicht zufrieden sein könne, und forderte mit Strenge Gehorsam. Sie versuchte es, aber indem sie ihr Hemd abziehen wollte, stieß sie einen furchtbaren Schrei aus und fiel in Ohnmacht. Nun halfen seine Hände nach, und bald lag sie vollkommen nackt da. In demselben Momente aber, als die letzte Hülle fiel, umarmte er sie mit Inbrunst und strich, strich, strich. Doch, so drückt sich der fromme Theologe aus, welcher das Hauptwerk über diesen berüchtigten Prozess aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt hat, doch die Erzählung des Übrigen ist kein Geheimnis der Zunge mehr, sondern nur der Gedanken, und ohnehin weigert sich die Feder, dergleichen schändliche Wollustszenen niederzuschreiben. Auf diese Weise trieb's der Pater Girard viele Monate lang mit seinem Beichtkinde, und die törichte Mutter, welche den Jesuiten immer noch für einen Heiligen hielt, merkte nichts, auch nicht das Geringste. Der Tochter selbst jedoch ging endlich ein Licht auf, als sie entdeckte, dass ihre monatliche Reinigung sich nicht mehr einstellte, und sie teilte sofort dem Pater diese schreckhafte Kunde mit. Letzterer Alter irrte sich im ersten Augenblicke heftig, das heißt, er sich aufregen, also er regte sich heftig auf, allein bald fasste er sich wieder und bedeutete der Gefallenen, dass er durch eine Kur, die er mit ihr vornehmen wolle, sofort alles wieder in die richtige Ordnung bringen würde. In der Tat begann er auch augenblicklich mit dieser Kur, und zwar bestand dieselbe darin, dass er dem Mädchen verschiedene Male am Tag ein rötliches Pulver in einem Glas Wasser aufgelöst zu kosten gab. Diese Mischung nahm er immer eigenhändig vor, und weder das Dienstmädchen noch die Mutter der Kranken durfte das Getränk auch nur berühren, noch viel weniger es untersuchen. Auf die Frage der Mutter aber, was das alles zu bedeuten habe, erwiderte er, die Katharine leide an einer Entzündung des Geblüts und dafür seien die Pulver gut. Um was es sich hier übrigens handelte, wird der Leser schon erraten haben, und die beabsichtigte Wirkung stellte sich auch schon nach wenigen Tagen ein. Mit anderen Worten, die Cadière hatte einen großen Blutverlust und es fand ein Abortus statt, welchen der Pater, um sich zu vergewissern, dass es ein wirklicher Abortus sei, ganz genau am Fenster betrachtete. Und hier sagt der Autor in einer kleinen Fußnote, ich bemerke hier ein für alle Male, und das finde ich eine ganz wichtige Bemerkung, ich bemerke hier ein für alle Male, dass jede Einzelheit, die ich hier erzähle, genau aus den Prozessakten entnommen ist. So namentlich auch diese ganze Abtreibungsgeschichte. Alles ist im Prozess festgelegt. Und wer das nachlesen will, der kann sich dieses Buch besorgen, Prozess zwischen dem Pater Girard und der Jungfer Cadière, aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt, von 1732. Das spielt hier, wie wir gerade gelesen haben, 1728-29, also das Buch ist ganz kurz danach erschienen. Ja? Wie ich immer sage, stellt auch eure eigenen Untersuchungen an. Ganz, ganz wichtig. Andere Leute jedoch sollten von dieser Blutmasse nichts zu sehen bekommen. Und darum schalt er auch die Kadière als eine sehr unvorsichtige Person aus, als dieselbe dem Dienstmädchen befahl, den Topf, in dem sich das Blut befand, auszuleeren. Er allein, er, der Beichtvater und Seelsorger, wollte alles besorgen.
Und wie es weitergeht, das werdet ihr in der nächsten Lesung erfahren, weil wir sind bereits bei einer Stunde angekommen. Michael, ein paar Gedanken zu dem bis hierhin Gelesenen von heute? Ja, ich habe in der Zwischenzeit, wo ich dir zugehört habe, mal so ein bisschen auch mal ein bisschen im Internet gesucht und festgestellt, dass der Herr Girard doch wesentlich älter war als die arme Jungfrau da. Nämlich, wenn ich richtig im Bild bin, ungefähr 30 Jahre älter als sie. Und bei dem Eintrag für Marie-Catherine Cadier gibt es ein tolles Bild bei Wikipedia, das zeigt die Verführung Marie-Catherine Cadiers in einer zeitgenössischen Darstellung, der Teufel leitet den Jesuiten. Ja, vielleicht kannst du das mit uns teilen, wenn du das auf deinem Computer zeigen kannst und dann ich den bin Schirm da mit so Skype teilst, dann geht das. Ich und Technik. Ja, du musst das Bild auf deinem Computer öffnen und dann musst du zu Skype gehen und bei dem Plus-Ding musst du sagen Schirm teilen und dann können wir deinen Schirm sehen. Das nimmt meine Kamera auf. Verstehst du? Ja. Ich habe im Augenblick das Bild hier von deinem Frettchen, ne? Ja. Siehst du jetzt was? Ja, das Frettchen immer noch. Du musst toll. Da unter dem Bild von dem Frettchen hast du die Kamera, das Plus und das rote Zeichen zum Auflegen. Ja, das Plus habe ich auch gerade gedrückt. Ja, und dann steht der Bildschirm teilen. Und dann musst du sagen, Bildschirm teilen starten. So, genau. Und jetzt kommt's. Ja. Siehst du da jetzt was? Ja, jetzt habe ich es groß gemacht und jetzt sehen wir das hier. Ja, das ist das Bild, was du gerade beschrieben hast. Kannst du es ein bisschen größer machen, noch das Bild? Nee, das ist das Maximale, was ich jetzt machen kann. Das ist das Maximale. Okay. Ja, tut mir leid. Ja, nö, ist doch schön. Guck, das ist ein tolles Live-Video, ne? Während ich lese, untersuchst du das und suchst noch so ein Bild raus. Ja, ist doch schön, auch für unsere Zuschauer, dass sie das jetzt sehen können, wie du das hier machst. Prima. Mhm. Hast du natürlich sonst noch irgendwelchen Kommentar? Nehme ich doch mal an. Na, man kann sich ja denken, wie die Geschichte jetzt so Wellen schlägt. Aber ich finde es halt einfach nicht verwunderlich, wenn man halt sieht, wie das durch die ganzen Jahrhunderte hinweg passiert ist. Ne? Das, ja, können einem halt nur die Protagonisten da leid tun. Und man sieht auch da, glaube ich, wieder die völlige Ahnungslosigkeit der Eltern und dieses völlige Vertrauen, was die dann in einen Vertreter der sogenannten Kirche haben. Ne? Eben, der sogenannten Kirche. Schön, dass du das sagst. Der sogenannten Kirche. Welcher Unfug ist ja ein viel zu leichtes Wort. Aber welcher Unfug hier getrieben wird mit dem Beichtstuhl, wodurch die Priester sich das Vertrauen der verschiedenen Frauen erschleichen. Ja? Ich meine, zuerst hat er das gemacht mit diesen 6 Frauen, worunter diese Witwe Guyol. Und die war ihm dann wohl ziemlich hörig und seine Gefährtin und hat ihm sogar zugespielt und hat ihm ja selbst hier die Catherine Cadier zugespielt. Die waren ja ein Team, kann man ja schon fast sagen. Und das alles, bitteschön, unter dem Nenner Gottes. Ja, und was soll ein 20-jähriges Mädchen denn sonst denken, wenn seine Eltern das wohlwollend abnicken, wenn die Lehrer in der Schule erzählen, ja, das ist Beichte und das ist unheimlich wichtig und das ist alles richtig so. Und ich meine, da hat man mit in dem jungen Alter von 20 Jahren ja noch nicht die Lebenserfahrung und vertraut natürlich dann auf das Urteil der Bezugspersonen, die man so als Vorbilder sieht. Ne? Nicht vergessen, die Beichte ist ein Sakrament in der römisch-katholischen Kirche. Ja. Die Sakramente sind notwendig, um die Seligkeit zu erreichen, um das ewige Leben zu erreichen. Wenn ich nicht die ganzen Sakramente gemacht habe in der römisch-katholischen Kirche, das ist nämlich ihre Erlösungslehre durch die Werke, anders als die Bibel, dann kann ich nicht selig werden, dann kann ich das ewige Leben nicht erreichen. Das ist ja das Schlimme damit bei. Also mit anderen Worten, ich werde sozusagen in den Beichtstuhl gezwungen, weil wenn ich nicht beichte, dann kann ich nicht das ewige Leben erhalten. Das ja, ist ja, die Falschlehre der römisch-katholischen Kirche, ne? Wo sie lehrt, Seligkeit oder Errettung ist nur durch Werke, wobei die Bibel sagt, es ist die Gnade und die Gnade allein und nicht durch Werke, auf das niemand sich rühme. Ich war auf einer katholischen Grundschule gewesen und da wurde uns das so beigebracht und uns wurde auch beigebracht, dass wir das alles mitmachen, weil das halt
ja, das gehörte halt einfach zum Schulalltag dabei. Ja, dass ich damals, als ich klein und jung und keine grauen Haare hatte, gedacht habe, gut, was erzähle ich dem Priester denn da jetzt? Also für uns war das halt einfach eine Geschichte, die gehörte zum schulischen Stoff dazu. Und deswegen geht das dann halt alles Hand in Hand. Ne? Lehrer, Eltern, Lehrer, Geistliche. Und muss halt einfach für einen jungen Menschen ein stimmiges Bild abgeben. Und da genau da liegt meiner Meinung nach die Gefahr. Ja, richtig. Das stimmt. Ne, denn die Gleichsetzung mit Kirche gleich Gott ist ja bei den Leuten dann halt zwangsläufig. Ne, machen ja alle, muss ja richtig sein. Machen alle, muss ja richtig sein, ja. Weil die Mehrheit das tut, ist es richtig. Die Mehrheit war ja noch nie verkehrt. Nee. Ja? Genau. Gut, Michael, dann danke ich dir für deinen Beitrag. Ich hoffe, du hast davon genossen, von dieser Lesung, so wie ich. Und ich freue mich bereits auf die nächste. Mhm. Viele gibt es ja nicht mehr, dann ist das Buch vorbei. Aber nicht verzagen, Jörgi fragen. Ich lese den zweiten Band auch. Und ich lese dann auch noch das nächste Buch von Griesinger, Das Mysterium. Die Mysterien des Vatikans von 1861, 400 Seiten eng geschrieben. Da wartet noch eine ganze Menge Informationen von Griesinger und über die Jesuiten auf uns auf diesem Kanal. Ja. Danke jedenfalls, Michael, dass du dir die Zeit genommen und dass du sie gefunden hast, um mich zu begleiten bei der Lesung heute. Und bis zum nächsten Mal. Auch vielen Dank an die Zuhörer, Zuschauer. Und wie gesagt, wie ich am Anfang des Videos sagte, versucht ein wenig Verständnis für die Situation aufzubringen und schätzt die Arbeit, die ich hier mache, in der Art und Weise, wie ich sie mache, weil wenn ich sie besser machen könnte, wenn ich da noch mehr Zeit dran spendieren könnte, um mich da noch mehr darauf vorzubereiten, dann würde ich das tun. Ich tue das nicht aus Faulheit, ich tue das einfach, weil der Tag nur 24 Stunden hat und ich eben auch noch leben muss nebenbei. Soweit zu dem Thema heute, soweit zu der 37. Lesung aus dem Buch von Theodor Griesinger mit Gast Michael und bis zum nächsten Mal. Maranatha.